Frage 1. Was denken Menschen über dich, die dich nicht gut kennen? Ich glaube so, dass ich ein sehr fröhlicher und offener Mensch bin. Hoffentlich. Ja. Ja, doch. Das kann ich mir auch vorstellen. So, Pia. Auf welche verrückte Essenskombi stehst du, die andere eklig finden? Oha. Irgendwas da aus dem Norden. Knipp ist natürlich sehr lecker. Das mag Feli so mehr oder weniger. Das ist beim so mit Bratkartoffeln, das ist so ein, ja, Krützel fleischmäßig mit Bratkartoffeln, Spiegelei und eigentlich auch noch so, ja, also diese Gurken aus dem Glas, Essiggurken. Das mag, glaube ich, tatsächlich jeder, vor allem sieht es auch gar nicht lecker aus. Schmeckt aber sehr gut, ich kann es nur empfehlen. Muss ich mal probieren. Ja, darfst du sehr gerne. Okay, nächste Frage. Oh, da bin ich jetzt auf die Antwort gespannt. Oh. Was war das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Boah, das beste Geschenk? Krass, das ist schwierig. Eure Freundschaft. Vertrag beim VfL Wolfsburg. Ich glaube, dass gar nichts Materielles, sondern einfach, dass ich jeden Tag gesund aufstehen kann und leben darf. So würde ich generell mal sagen, weil es schon ein Riesengeschenk ist. Sehr schön, hast du sehr schön gesagt. Gut. Sehr gut überlegt. Welches Kinderlied kannst du noch auswendig? Singe es uns vor. Niemand, dass ich jetzt hier anfange Doch, zu singen. Ich möchte gerne, dass du jetzt singst. Aber du bist die musikalische von uns beiden. Trotzdem, ich habe jetzt hier die Frage an dich gestellt. Ja. Ich gebe dir den Rhythmus. Schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Vielleicht können wir das einschicken und dann DSDS schicken. Vielleicht. Die melden mich da mal an. Ja, okay. Die letzte Staffel, also die letzte Chance. Echt? Ja. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Ja, dann schicken wir das einfach. Ja, dann ein. Los. Du hast voll die schönen Fragen. Welches Land war das schönste Land, in dem du je warst? Oh, spontan hätte ich jetzt gesagt Mexiko. Oh. Gibt es da auch eine Begründung oder ist es einfach Mexiko? Einfach Mexiko. Okay. In Ordnung. Wofür gibst du gerne viel Geld aus? Für gutes Essen. Ja! Damit habe ich auch gerechnet. Obwohl, schönen Urlaub auch, aber gutes Essen, glaube ich, dann in einem schönen Urlaub gutes Essen ist natürlich Highlight, aber wenn, würde ich wahrscheinlich eher gutes Essen auf jeden Fall sagen. Gute auch Antwort. Wenn Fedi und ich natürlich sehr gut kochen. So, nächste Frage. Oha, warum waren deine Eltern mal so richtig krass sauer auf dich? Oh. Richtig krass sauer. Also ich habe auf jeden Fall die ein oder andere Fensterscheibe leider mit dem Fußball zerschossen. Klassiker. Und auch teilweise wahrscheinlich so Situationen, wo ich eigentlich schon im Bett liegen sollte und dann irgendwo noch Fußball gezockt habe und zu aufgedreht war. Kann schon mal sauer geworden sein. Ja gut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Magst du dich jetzt nochmal entschuldigen, die Chance nutzen? Ja, es tut mir sehr leid. Okay. Wofür kann man dich mitten in der Nacht wecken und du bist sofort dabei? Naja, ich würde sagen, also Fußball spielen würde auf jeden Fall ganz oben stehen, wenn man so sich zum Zocken sozusagen verabredet und sagt, ja, man geht jetzt raus und spielt einfach so Spaß, ohne irgendwelche Trainervorgaben oder irgendwelche Taktik einfach spielen. Ich glaube, da würde ich auch nachts für aufstehen. Ich weiß ja, wo mein Zimmer ist. Ein bisschen zocken heute noch. Oh, toll. Mache deinem Gegenüber ein ernst gemeintes Kompliment. Super Frage. Toll. Pia, du bist eine der fröhlichsten Menschen, die ich kenne. Dankeschön. Pia ist die, die immer lacht. Immer lacht, immer hungrig. Immer lacht, immer hungrig. Was hast du dir mal gekauft, was sich im Nachhinein als komplett unnötig herausgestellt hat? Die Frage sollte man mal Sarah Dawson stellen. Ja, können wir die übergeben? Ja. Frankfurt schicken? Wir schicken die nach Frankfurt. Ich überlege gerade, was so bei uns im Keller rumsteht von mir. Ja. Aber tatsächlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du unnötige Sachen kaufst. Ja, es passiert auch nicht so. Mhm. Gut, was, also das Einzige, als Fede und ich in die WG eingezogen sind, hatte ich ja noch gar keine Möbel. Mhm. Habe ja alles dann so nach und nach gekauft bzw. bestellt und
war dann in Bremen noch und war beim Ikea mit meinem Bruder und dachte so, ja gut, okay, du brauchst bestimmt zwei Nachttische. Habe ich zwei Nachttische gekauft, da kam mein Bett, passte deine Nachttisch, passt gar nicht mehr mit. Das Bett zu groß ist und der Platz daneben zu klein. Also ja, vielleicht dieser Nachttisch, das hätte einer gereicht. Der steht im Keller. Vielleicht hast du ja irgendwann mal ein größeres Schlafzimmer, dann kannst vielleicht du die verwenden. Wie reagierst du, wenn jemand total spontan seinen Besuch ankündigt? Oh, ich freue mich. Ja. Ich finde das super. Du bist wirklich jemand, da könnte man immer vorbeifahren. Ja, auf jeden Fall. Du musst mal was zu trinken haben, was du eigentlich auch immer. Also jederzeit willkommen. Schön. Welche Sprache würdest du gerne können und warum? Ich würde tatsächlich gerne Spanisch sprechen können, so richtig gut, weil ich finde, es voll die schöne Sprache ist und man ja schon in vielen Ländern und wahrscheinlich auch irgendwie in vielen Urlaubsländern sehr gut gebrauchen kann. Das stimmt, das spricht viele, man echt viel. Ja, viele Insider-Tipps dann dadurch bekommt im Urlaub auch. Mhm. Top! Kann ich euch jetzt noch ein bisschen besser? Noch besser, jetzt, das nächste Zimmerduell, das wird volle Punktzahl. Ja.